Hallo, hallo Freunde, chinesische Unterhaltungselektronik. Heute habe ich mal was ganz anderes für euch. Mehr oder weniger Game-Konsolen habe ich aus Fernost ja schon des Öfteren vorgestellt. Aber diesmal handelt es sich um den Res2K auf Basis des Raspberry Pi. Gibt es bei Trading Chain Chain, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kostet 129 Euro und bietet jede Menge Spielspaß für Retro-Fans. Ich habe das auch schon alles aufgebaut und vorher getestet. Weil ich muss zugeben, ich bin kein Raspberry Pi Experte. Ein bisschen was kann ich euch natürlich trotzdem erzählen. Außerdem ist der Umgang mit dem speziellen Modell dermaßen einfach. Da muss man sich mit dem Thema eigentlich überhaupt gar nicht näher beschäftigen. Was ich damit meine, wie geil das Ding im Detail ist, zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß. Außerdem schauen wir uns in diesem Zusammenhang auch noch den SF30 Pro von 8BitDO oder 8BitDO an. 8BitDO, ja genau. Eigentlich der Hersteller für nicht originalgetreue Controller. In dem Fall sieht man ja, das ist so eine Art Mischung aus Super Nintendo Controller und eben modernen Controller mit Analogsticks und außerdem Bluetooth-Unterstützung und später dazu mehr gibt es auch bei Trading Chain Chain. So, erstmal Raspberry Pi. Das ist Kuchen. So, hat irgendeiner erfunden. Ich glaube, es ging ursprünglich eigentlich darum, auch Studenten günstig Computer zur Verfügung zu stellen, die klein sind, die man schnell mal zerschießen kann und möglichst einfach, auch so programmierbar und so, damit die halt ein bisschen lernen können, ohne dass es immer so viel Geld gleich kosten muss und irgendwas ist auch populär geworden, aus kleinen Stückzahlen wird ein größer und heute ist das ein richtig großes Thema für Bastler im IT-Bereich. Kann sich jeder dran auslassen ursprünglich. Eigentlich, also wirklich ein Raspberry Pi an sich ist eigentlich wirklich nur eine kleine Platine mit mobiler Technik, also ein Prozessor, also SoC natürlich. Arbeitsspeicher, in der Regel kein Festspeicher, das wird meistens über die SD-Karte dann gelöst, das heißt, da ist auch das Betriebssystem drauf. Macht man sich drauf, startet das Teil, das startet direkt von der SD-Karte und da ist man halt im selben System drin. Es ist eben ein kleiner Computer, also klein. Die Leistung, das ist halt je nachdem, was man eben benötigt. Gibt es auch verschiedene Ausführungen und vor allem sind die Dinger spottbillig. Das ist sozusagen ein Bundle, wenn man so möchte. Denn irgendwann, wie gesagt, wurde das Thema populärer und da wurden dann zu den kleinen Platinen auch Gehäuse gebastelt. In der Anfang nur so kleine, im Übrigen Raspberry Pi ist bloß so groß, wie eine EC-Karte. Kleine transparente Gehäuse gab es dann und immer mehr Zubehör. Und inzwischen eben Bundles in Form von dem hier. Da ist ein Raspberry Pi drin. So, und da hat man noch das Super Pi Case. Das ist halt ein individuelles Gehäuse, allerdings nicht einfach nur irgendwie Acryl-transparent, sondern wie wir sehen, in Form eines Super Nintendos, eines Mini-Super Nintendos. Hier die amerikanische Edition gibt es auch noch in Form von Mega Drive, in Form von einem klassischen Nintendo, also NES, das ist ja SNES. Ich weiß nicht, ob jeder so fachkompetent ist in Bezug der Produkte von Nintendo von früh aus den 90ern. Der Controller ist auch dabei, das ist ein USB-Controller, also kabelgebunden von Retro. Mir steht gar nichts drauf. Hier steht gar nichts drauf. Ist auch egal. Ich verlinke euch das ohnehin alles in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das genau nachschauen. Netzteil ist auch dabei. Wie ihr seht, es ist auch schon angeschlossen. Es ist im Großen und Ganzen also so alles dabei und eingerichtet, dass man das Ding einfach nur hinstellt. Ja, das heißt, man braucht erstmal eine ebene Oberfläche. Das dürfte, glaube ich, weniger das Problem sein. In der Regel hat jeder einen Tisch. Ja, und ihr braucht natürlich noch ein Display mit HDMI. Dürfte klar sein. Aber ich denke mal, das hat man dann auch da. Ansonsten hinstellen, Controller anschließen, Strom anschließen und HDMI anschließen, anmachen, Spaß haben. Ja, also die SD-Karte, da ist schon das speziell, das zeige ich euch eh gleich. Also die ist auch schon fertig bespielt, das müsst ihr nicht mehr machen. Ihr könnt mir die Dinge natürlich auch noch andersrum spielen. Ja, ihr könnt die SD-Karte einfach rausnehmen und andere reinmachen. Dafür gibt es auch noch eine Ablage, zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal noch zu dem Ding selber. Machen wir das hier mal alles wieder ab. Ich finde die Idee natürlich super geil. Ich weiß, es gibt ja den Mini-Nintendo zum Beispiel oder Nintendo Mini Classic. Gibt es ja auch in verschiedenen Formen. Und da sind natürlich dann aber halt Nintendo-Spiele drauf und das ist ja auch nicht besonders viel. Auf dem Ding hier sind massenhaft Games drauf. Falls ihr auch nicht so ganz genau wisst, wie das funktioniert, aber ich glaube, so ist es bei Nintendo Mini auch. Letztendlich ist es ja ein Mini-Computer. Darauf hatten wir uns ja schon geeinigt. Da ist ein Betriebssystem drauf. Wir haben einen LAN-Anschluss, wir haben USB-Anschlüsse, wie es jetzt für einen Mini-Computer eben gehört. Aber nebenbei läuft dann auf der Oberfläche, erstmal läuft noch ein bisschen mal eine Oberfläche, damit man das Ganze mit dem Controller bedienen kann. Das Ganze sieht ein bisschen bunter aus und es läuft Musik. Da startet jetzt kein Windows adäquat. Und dann hat man Emulatoren. Ein Emulator emuliert die entsprechende Plattform. Der Emulator emuliert ein Super Nintendo, ein Mega Drive. Gibt es ja noch Haufen Konsolen, von denen ihr noch nie was gehört habt. Die bekanntere von den Unbekannten zum Beispiel ist noch Neo Geo, da gibt es noch Amiga, C64. Aber glaubt mir, da ist mehr als genug. Also das ist übrigens die SNES-Edition. Und was ich vorhin gesagt habe, das ist die amerikanische, nur vom Aussehen her. Ja, das ist hier voll kompatibel. Das ist nur von der Optik. Aber hat nichts damit zu tun. Das ist nur auf NTFS, glaube ich, war das in Japan. Das ist ja HDMI. Daher, also müsst ihr euch da keine Gedanken machen. 34 Konsolen, ich lese gerade aus der Beschreibung vor, und 14.000
Retro-Games. Könnte ich mir jetzt meistens natürlich alle nicht anschauen. 14.000 ist zu viel. Da würde ich wahrscheinlich so 6 bis 7 Jahre dauern und bevor ich das alles angetestet und auf Bugs überprüft habe. Deshalb lese ich das jetzt gerade nur so vor. Und bis zu 4 Spieler. Wir haben nämlich hier 2 USB, das sind nur noch 2 versteckte, zeige ich euch noch. Kann man überall Controller dran stecken und schon geht's los. Natürlich unterstützen die meisten Games kein 4-Player-Modus. Aber es gibt Spiele wie zum Beispiel Secret of Mana, macht zu viert übelst Laune. Kann man wohl auch übers Netz spielen, das habe ich jetzt auch nicht getestet, weil ich bräuchte jemanden, der das halt auch hat, das Ding. Kenne ich keinen. Also 34 Konsolen in einem Gehäuse steht hier, gemeint ist eben damit 34 Emulatoren, die bereits vorinstalliert und auswählbar sind und dann wurden entsprechende Spiele noch drauf kopiert und die kann man sich dann auswählen und zocken und das Gehäuse ist außerdem auch ganz witzig. Also zumindest, was ich bisher so überblickt habe, ist die Verarbeitung ziemlich gut und originalgetreu, mehr oder weniger, es ist ja hier ein winzig Retro-Flag. Das ist hier der Hersteller offensichtlich von dem Gehäuse, weil Retro-Flag nun mal draufsteht. Ja, ist auf der Rückseite, habe ich euch gelesen. Super Pi Case Modell UK. Sehr einfallsreich. Kompatibel mit Raspberry Pi 3, 2 und B+. Retro-Flag, bla bla bla, interessiert keinen. Hier ist der SD-Kartenschacht, da ist jetzt auch eine SD-Karte drin. Kann man halt auch austauschen, einfach eine andere machen. Rückseite, da haben wir eben den HDMI-Port, den brauchen wir, den werden wir nachher auch nutzen. Und das finde ich auch sehr geil, ein extra Audioausgang. Das haben wir auch viele Konsolen immer so nicht, diese billigen, die ich vorgestellt hatte, das ist dann blöd, da hat man nur HDMI-Out, nur da halt die Soundausgabe, kannst auch nicht extra ausgeben über irgendein anderes Gerät, weil nämlich viele Displays richtig, richtig, richtig schlechte Lautsprecher haben und dann macht es keinen Spaß, dann darüber den Sound auszugeben. Hier noch DC-In, das Micro-USB, also Stromversorgung, kurzum. Und hier ist noch eine Klappe, die muss man halt gewaltsam öffnen, mehr oder weniger, dann haben wir noch einen LAN-Anschluss, R45, Standard und daneben nochmal einen USB-Port. 2 USB-Anschlüsse. So, und hier auf der vorderen Seite, gut sichtbar, so wie es auch beim Original natürlich ist. Ja, deshalb auch die Klappe, die gibt es im Original natürlich nicht, weil es damals nämlich keine LAN-Anschlüsse bei Konsolen gab. Haben wir auf der vorderen Seite nochmal 2 USB-Anschlüsse eben für Controller. Und hier ist auch geil, ja, Reset, das ist dann ein Schiebetaster, kann man das so sagen, Schiebetaster, habe ich gerade erfunden, ansonsten, aber ist recht bezeichnend. Und daneben ein Schalter. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Taster und Schalter. Der erste bleibt, der andere kommt zurück. Taster und hier Schalter an aus. Ist jetzt auf aus. Und das ist auch geil. Eject. Hab ich richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch sehr, war früher, dass die Kassette rausspringt. Aber das Ding hat ja keine Kassetten. Da kann man das aufmachen und hier ist so eine kleine Mulde. Da kann man SD-Karten reinschmeißen. Micro-SD-Karten, die großen würden nicht reinpassen. Allerdings ist der Finger selber viel zu groß, um da reinzupassen. Deshalb muss man die immer wieder rausschütteln. Aber immerhin ist ein kleines Fach für Micro-SD-Karten dabei. Zumindest habe ich das jetzt so interpretiert. Steht ja auch drauf, irgendwo. Micro-SD-Storage. Und Storage heißt doch so viel wie Lagerspeicher. Okay, gut, mehr gibt's nichts zu sagen. Cooles Teil, recht leicht, kann man sich also überall hinstellen. Vor allem auch klein, wenn man bedenkt. Also wirklich, das finde ich auch, das zeichnet irgendwo die Entwicklung von 90ern bis heute ein bisschen auf. Das Ding ist bedeutend kleiner geworden im Vergleich zu der Originalkonsole. Auch vom Leistungsumfang her ist das um 10.000% alles erweitert worden. Das ist echt unglaublich. Ich stehe ja total auf Technik. Aber jetzt wollt ihr auch ein bisschen was sehen. Also wir brauchen HDMI, habe ich. Wir brauchen ein Display mit HDMI-Unterstützung, das habe ich auch, seht ihr gerade nicht, werde ich auch die Kamera noch entsprechend hinschwenken. Und wir brauchen natürlich ein Eingabegerät, in dem Fall hier ein nicht originaler, nicht so ganz originaler Controller. Ich habe auch noch einen anderen, den kann ich euch noch zeigen. Angeschlossen, ach ja, und natürlich Strom. Strom, 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 auch Rückseite. So, und das Geile ist, der hat auch noch einen Schalter, kein Taster. So kann ich sozusagen eine Netztrennung machen, unabhängig von der Konsole selber. Also, jetzt an. Und hier auch nochmal an. Na, je nach Monitor dauert das dann eine Weile. Ihr hört jetzt vielleicht schon einen Sound. Den Sound habe ich erkannt. Den gerade, den letzten. Das ist Kommando. Aber nicht für ein, das habe ich nicht für einen Atari 7008, das habe ich für einen C64 habe ich das gespielt. Als ich jung war. Ihr wisst schon, ne? Als alle noch einen Kaiser gewählt haben. Ja, da habe ich Kommando gespielt. Ah, super geil. Ich muss sagen, so Retro-Ding, da kommen bei mir auch Erinnerungen hoch. Und hier, kommen wir mal ein bisschen sehen. Ja, hier C64, da haben wir ihn ja auch. Da kommt aber jetzt kein Kommando-Sound. Hier kommt irgendwas Verrücktes. Und, also ich muss jetzt zugeben, selbst auch Dinge, von denen ich noch nie was gehört. Game Gear kenne ich. Das war sowas wie ein Super Nintendo in Farbe und Bunt. Alter, die müsste ich ja schon zensieren, die Frau. Ja, Sexismus war auch damals schon sehr weit verbreitet gewesen, beziehungsweise war halt verkaufsfördernd. Auch hier ColecoVision habe ich nie gehört. Game Boy ist klar. Game Boy Advanced, Game Boy Color, Links noch nie gehört. MMI, Multiplayer Arcade Machine Emulator. Ah, Arcade Machines sind dabei. Alles klar, also die große 2388 Spiele. 167 versteckt, okay.
Sega Master System dürfte den einen oder anderen mal wieder was sagen. Mega Drive auch, MSX kenne ich nicht, MSX 2 Plus kenne ich nicht. Nintendo 64, wow. Und hier Neo Geo, das meine ich, das ist halt so eine Konsole. Ja, war halt nicht besonders erfolgreich gewesen, jedenfalls so viel ich weiß. Aber, ja, kann man halt kennen, muss man auch nicht. Nintendo, klar, Klassiker. Neo Geo Pocket, okay, kenne ich auch nicht. Neo Geo Pocket Color, dürfte dann alles so inadäquat zum Game Boy sein. PC Engine, noch nicht Geo oder PC. Hä, Doom als einziges? Also ich zocke jetzt halt ganz normal mit dem Controller halt, mit den mitgelieferten. Super geil. Also sieht eigentlich aus wie die PC-Version für, oh, muss ich lügen, DOS? 1993, ja, war es vor Windows 95 gewesen. Ja, aber so DOS-System. New Game. Geil. Also ich habe damals auch noch Doom, ich habe Doom 95 gespielt, muss ich zugeben, das war auch Multiplayer-fähig gewesen, aber es ist dann zu dritt, zu viert, aber Doom gezockt. Ah, ich war aber Frischfleisch gewesen. Which episode? Knee deep in dead. Also knietief im Tod. The Shore of Hell in Inferno. Ah, die Schwierigkeitsgrade auch. I'm too young to die. Ich bin zu jung, um zu sterben. Hey, not too rough. Hurt me plenty. Ultra Violence und Nightmare. Shit. Wen hurt me plenty? So, weiß gar nicht, ob ich Doom auch gezockt, geknackt hatte. Also, mit dem Controller jetzt hier auf so eine Art Konsole Doom zu zocken, ist natürlich auch geil. Ich weiß, also bei Doom weiß ich nicht, ob das für Konsolen irgendwie rauskam. Das wisst ihr bestimmt besser. Gibt's hier auch Gegner? Man kann übrigens, bevor ihr euch wundert, man kann nicht springen. Das ging in den Spielen. Oh, ich hab Falling Damage abbekommen. Ach ja, und man, oh, ich stell mich übrigens an. Und man kann nicht nach oben und unten zielen. Also man kann nur links und rechts strafen, also seitlich laufen. Und das war's. Und er zielt automatisch halt, logisch. Also er zielt es auch nach oben. Übelst geil. Also ihr wisst ja, es sind ja auch noch. Also ich krieg die Sounds wahrscheinlich nicht so mit, aber die sind super geil. Super. Türen öffnen? Ah ja, ist klar. Oh, ich bräuchte unbedingt mal das Shotgun. Boah, die Geräusche der Türen sind noch brutalst. Oh, Rüstung. Also, Doom, das ist echt so der Shooter-Klassiker überhaupt. Den muss man eigentlich gezockt haben. Gut, also falls Eltern unter euch seid, schenkt das... Ach, das ist, glaube ich, schönes Ende. Ja, da steht's auch Exit. Ja, genau, man muss immer diese Schalter finden. Und es gibt mega viele Secrets in diesem Game. Ich hoffe, man hört hier irgendwas. Die Sounds sind total geil. Wie krass, wie hochauflösend das Menü plötzlich ist. So, ja, jetzt bin ich schon in den Konsolen drinne. Da kann man sich dann die Spielliste anschauen. So. Oh, Alone in the Dark? Ah, PlayStation. Die Musik kommt mir bekannt vor. Oh, nein, nein. Diablo ist drauf. Ich wusste nicht, dass es das auch als Konsolenversion gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade irgendwie Diablo mit Controller zu spielen. Diablo 1. Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Also ich hatte damals die Spawn-Version gehabt, die ging nur bis Level, es war eine Demo, die ging nur bis Level 3. Aber ich weiß nicht, wie oft ich Level 1 und 2 dann gezockt habe. Ja, das war echt der Hammer. Electronic Arts? Hä, was hat denn Electronic Arts jetzt da zu suchen? Das ist doch von Blizzard. Vielleicht haben die das portiert für die Konsole. Nee. Kann nicht besser geworden sein. Diablo, Freund, also, wow. Ich sag euch, Diablo... Ja, das ist auf jeden Fall eine andere Version als die PC-Version, weil das sieht nicht anders aus in der PC-Version. New Game, 1, 2. Geil, das kann man zu zweit haben, wie geil. Das kann man zu zweit spielen. Rogue Warrior, Sorcerer, Load Character, Load Character. Alles klar, hier ist auch wie bei Diablo 2. Sorcerer wird später im Late Game übelst mächtig. Ich habe mal Rogue gespielt. Ich auf Reichweite jemanden abknallen, fand ich mal sehr, sehr befriedigend. Stimmt, bei Diablo 1 konnte man sich die Schwierigkeitsgrade am Anfang noch auswählen. Bei Diablo 2 musste man entsprechend erstmal die Schwierigkeitsgrad durchspielen. Aber ich sag euch so, wie es ist. Das macht keinen Sinn. Oh, die Musik. So, ah, ich kann mich direkt bewegen. Das gesamte Interface ist anders. Aber irgendwie ist die Soundausgabe, warum gleich der Computer besser? Pause. Ah, Select Inventory. Ja, man hat ein bisschen Kohle, ne? Das Problem ist allerdings hier, dass das Geld... Das verbraucht einen Slot. Also ich glaube, bei 5000 verbraucht es immer weitere Slots. Also irgendwann ist das gesamte Inventar voller Geld. Die Musik ist gerade weggegangen, weil ich ins Menü gegangen bin.
Er ist mit den Vögeln, das passiert aber in der PC-Version auch nicht. Also es ist ein klassisches Action-RPG. Ich kann jetzt hier Waffen kaufen und Rüstung, denn den Typen, mit denen kann man nur quatschen, kriegt man später noch Quests, der Brunnen ist vergiftet, das ist Deckard Cain, den kennt ihr vielleicht noch aus Diablo 2 und 3, der gibt einen auch immer irgendwelche Aufgaben, hier eigentlich noch nicht gefangen genommen und hier kann man Tränke kaufen. Aber wir haben bloß 100 Gold, deshalb macht das keinen Sinn. Aber ich finde das übelst cool, die direkte Steuerung über den Controller, weil am PC, da läuft die Steuerung natürlich, das ist bloß hier irgendeine Bürgerin, so, die hat... Ich weiß nicht, ob es da auch mal einen Quest gibt später. Am PC spielt man halt mit Maus. Ne? Man klickt wohin, der läuft dahin und klickt nur auf den Gegner, dann schlägt er auf den Gegner. Deshalb heißt sowas auch Klicken, Kill. In der Stadt kann man nicht, aber der läuft genauso langsam wie am PC. Meine Fresse. Und hier bekommt man mal einen Butchers Quest. Wounded Townsman, listen to me. The Archbishop Lazarus. Ich kenne den Text auswendig. Ich hab den so oft gehört. Ja, man muss halt einen Butcher umhauen, der heißt nicht umsonst so. Aber glaubt mir, das Spiel, auch wenn es jetzt hier recht einfach aussieht, das Spiel ist sehr, sehr geil und sehr atmosphärisch. Stirb! Ach ja, man hat unendlich Pfeile. Stirb! Warum sammelt er nicht automatisch ein? Das wäre doch, naja, ist doch egal. Das ist auch so ein typisches Sammelspiel, ne? Man sammelt Gold, man sammelt irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Weil die Gegner halt auch ständig was verlieren und die Bosse, die verlieren dann richtig geilen Scheiß. Ach ja, und die Map ist random. Die ist also jedes Mal, wenn man das Spiel startet, ist die Karte neu aufgebaut. Das Dungeon ist immer unterschiedlich. Es gibt natürlich grobe Gemeinsamkeiten, auch ab wann das Dungeon dann wechselt. Später, ganz zum Schluss, kommt man in die Hölle und muss Diablo platt machen. Ich kann nicht von dem Spiel echt nur schwärmen. Glaubt mir, damit kann man auf jeden Fall sehr viel Zeit verbringen. Und man hat, habe ich schon mal erwähnt, unendlich Munition. Ihr könnt schießen, bis der Arzt kommt. Der kommt wirklich, aber nicht wegen euch, sondern wegen den Gegnern, weil er nämlich kurz und klein geschossen hat. Das Spiel ist geil, aber ich kann euch jetzt nicht Diablo 1 erklären. Aber Diablo 1 ist drauf, das ist so der Hammer. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr langes Review, wenn ich jetzt hier noch mehr geile Games finde. Das, also, macht mich echt kaputt. Fällt übrigens mal diesen jungen Mann nicht kennt, das ist Mega Man. Den sollte man allerdings kennen. Ich meine, allein die ganzen Konsolen, das ist schon mehr als bei manchen an Games. Hier, Nintendo 64 ist einfach mal mit drauf als Emulator. Muss schon ein bisschen Bums haben, das System, aber ich weiß, dass die Raspberries, die haben, wie gesagt, die haben ja immer diese Smartphone-Technik drin. Ja gut, Nintendo 64 ist auch nicht das aller aktuellste Konsolensystem. Was hab ich denn da gesehen? Ah, das dürfte jemand den einen oder anderen auch was sagen. Ich frage mich, ob hier so mit Mario 64, Bomberman 64, super. Bomberman ist auch geil. Ist auch so Multiplayer mit Freunden, macht Bomberman auch übelst klar, noch wenn die Spieler älter sind. Das macht genauso viel Spaß wie damals. Castlevania, aber in 3D, ist ja geil. Ich kenne noch das alte Castlevania. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen, wo ich hier aufhören soll. Doom 64! Wir haben ja vorhin Doom gezockt. Dr. Mario 64. Doom 64, ich kenne nur die Doom-Teile für den PC. Na, Doom muss ich sagen, ich habe Quake dann später eigentlich mehr gezockt. Quake war ein bisschen ähnlich. Also, weil ich ja dann irgendwann auf Multiplayer bin, dürfte klar sein. Na, mal gucken, ob das Spiel jetzt an sich flüssig läuft. Wie gesagt, ich kann nicht alles testen. Oh, nice. Mal gucken, ob die Belegung hier die gleiche ist. Ah, jetzt ist seitwärts laufen, ist jetzt auf den Schultertasten. Na gut, die Belegung muss man halt mal individuell rauskriegen. Ja, hier gibt's eine Verzögerung beim Sound. Das ist asynchron. Die Animation wieder zuschlägt. Batch. Das ist bei Quake nicht so schlimm, weil es gibt keine Dialoge in dem Spiel. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Gleich eine Shotgun direkt am Anfang? Ich weiß gar nicht, ob ihr... Ah, ich sehe gerade, ihr seht wahrscheinlich nicht so viel. Ist zu dunkel. Okay, Doom 64 zeige ich euch jetzt nicht weiter. Das ist zu dunkel. Genau, wir waren ja am Anfang ganz bei Doom. PlayStation Portable noch dabei. PlayStation selber, PlayStation 1 vermutlich. Mega Drive 32X habe ich noch nie gehört. Sega Mega CD kenne ich. 5 Spiele verfügbar. Ja, Sega Mega CD war meines Wissens damals ziemlich erfolglos gewesen. Sega SG kenne ich auch nicht. Super Nintendo, brauche ich nicht zu sagen. Die Musik ist übrigens gerade, die ich höre, von Super Mario World. Virtual Boy, Wonder Swan, nie gehört. Wonderswan Color, Sinclair, ich glaube, ist immer wieder am Anfang. Ja, jetzt immer wieder am Anfang. Jetzt sind wir die Konsolen erstmal alle durch. Okay, jetzt bin ich hier wahrscheinlich im Hauptsystem, da war ich noch gar nicht gewesen. Hier gibt's auch wieder so viel. System-Info. Free Memory, 274 MB. IP Address. Screen Resolution, Full HD auf 60 Hertz. Bildroot 20. Da gibt's jetzt bestimmt hier Linux-Kernel, da gibt's bestimmt jetzt Leute, die das sofort übelst aus. Einschätzen können. Storage, Fire System, yeah, 2 GB, Network, not connected, dürfte klar sein. Ja, also hier mal ein paar technische Daten. Da sehe ich CPU. Ah, da, 1200 MHz. Das ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,2 Takt.
und 512 Megabyte RAM. Also Nintendo hier 1081 Spiele, ist echt der Hammer. Ich frage mich, ob da jetzt alle Nintendos dabei sind. So, wir können noch mal kurz bei PlayStation reinschauen. Ich denke, es wird auch viele interessieren, gerade die Jüngeren. Weil sie sind ja vorhin nur bis Diablo gekommen. Es gibt auch nochmal Diablo USA. Frage mich ein bisschen, was der Unterschied da sein soll. Two Players PlayStation Edition. Weil das andere war ja auch auf Englisch. Dino Crisis. Ich muss zugeben, ich hatte dann PlayStation 2 nur gehabt. Ah, hier nochmal Doom. Dragon Ball Final Bout. Duke Nukem Time to Kill. Was ist das denn, Teddy? Kenn ich überhaupt gar nicht. Ich kenne bloß Duke Nukem halt als normal für 5,95. Final Fantasy 7. Oh, Final Fantasy 6 ist aber auch drauf. Final Fantasy 6 ist auch total geil. Hab ich auch. Legend of Mana? Ob das was mit Secret of Mana zu tun hat? Aber hier, das wollen sicherlich viele sehen. Machen wir Final Fantasy 7 auch nochmal an. Und schauen uns das auch nochmal kurz an, wie das läuft. Final Fantasy 7, muss ich zugeben, habe ich damals nicht durchgespielt. Weil, also ohne Lösung. Damals war ja noch nicht mit einfach im Internet nachschauen. Oh, die Sounds auf jeden Fall. Die haben sie ja lange beibehalten. Und ich bin zu oft hängen geblieben in dem Spiel. Irgendwann wusste ich einfach gar nicht, wo ich hin muss. Das war mir dann einfach too much. Also es ist viel mit Rätselei. Man braucht ein sehr gutes Auge, um zu sehen, was man anklicken kann, was man benutzen kann, was nicht. Und ich muss zugeben, manchmal waren so ein paar Sachen dabei. Das konnte man sich nicht denken. Heute natürlich was anderes. Heute Internet nachschauen. Fertig. Und da ist das natürlich jetzt auf jeden Fall wieder eine gute Wahl. Für alle die eben, naja, so wie ich, immer ein bisschen Probleme haben. Ja, das wird jetzt wohl sehr viel Intro geben. Bitteschön, habt das. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass ich das Intro offensichtlich nicht überspringen kann. Falls tut sich da nichts. Welcome to... Oh, jetzt bin ich irgendwie in eine Menü reingekommen. Come on, newcomer, follow me. Es ist offensichtlich auf Englisch. Und ja, yeah, ich kann zocken. Sehr gut. Der ist ja, kann man nicht rennen? Ja, man kann auch rennen. Oh, ich glaube, die muss ich jetzt Fatsch machen. Ja, die muss ich Fatsch machen. Ey, das Spiel ist aber wesentlich lauter gerade als die anderen. Name Ex-Soldier. Die sehen aber aus wie ganz normale Soldier. Stirb. Supergeil. Auch mal sagen muss, dass später die Kämpfe sind meistens random. Und das kann schon mal ein bisschen nerven. Haben wir schon Magie? Eis. Ah, sehr gut. Passt auf, Animation. Oder Ende. Yeah, sterbt alle. Supergeil. Also, Freunde, hier sind unglaublich viele Spiele drauf. Super Mario World, alle Mario-Teile vom NES. Dann haben wir Donkey Kong Country, wir haben Yoshi's Island. Wir haben, oh, eins, muss ich direkt aber nachschauen, ob das auch dabei ist. Und zwar Super Nintendo, im Übrigen Super Nintendo, also für den Super Nintendo gibt es wirklich die mitbesten RPGs. Und das hier nämlich interessant, ob Secret of Mana auch dabei ist, weil das könnte man wirklich zu viert spielen. Hier Asterix und Obelix ist auch dabei. Und jetzt kann man auch schnell durchscrollen, weil der Vielzahl an Spielen ist das absolut notwendig. Und ich bin zu... Oh, Stargate? Ich wusste nicht, dass es ein Super Nintendo-Spiel von Stargate gab. Super. Star Wing? Wow. Mit Fox? Nee, stimmt. Star Fox war das doch. Hä? Star Fox? Ein Star Wing? Mysteriös. War damals mit diesen FX-Star... Hab ich... Was? Drei Star Trek-Teile? Deep Space Nine, Star Trek Starfleet Academy und Star Trek Next Generation. Super. Das Video wird mega lang. Ich muss das alles zurechtschneiden. Ich komme hier gerade überhaupt nicht klar. Sonic SimCity 2000. SimCity 2000 hatte ich damals für einen PC gehabt. War damals so ganz... Oh, sah wesentlich besser aus, glaube ich, SimCity 2000 für einen Rechner. Und SimCity ganz alt. Also das ist echt crank. Wobei das ja noch grafisch gut aussieht, SimCity für einen C64. Das ist sehr einfach und rudimentär. Und wir wollten... Secret of Mana ist dabei. Vor allem Secret of Mana 2. Ist das nicht Saiken Dezu 2? Ich dachte, Secret of Mana, also der eigentliche Secret of Mana, zweite Teil von Secret of Mana, ich dachte, der kam nur in Japan raus, aber nicht in Deutschland. Finde ich sehr interessant.
Und Secret of Evermore ist auch dabei. Secret of Evermore. Also Secret of Evermore, wenn man nur alleine spielen möchte, super geiles RPG. Secret of Mana, wenn man halt zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen möchte, auch super geil. Scooby-Doo Mystery. Gut, das klingt Saturday Night Slam Masters. Die Namen, die machen mich immer total. Sailor Moon. Sailor Moon, Beat'n'up Game. Habe ich damals mir auch mal angeschaut. Und bestimmt Samurai Showdown, das ist wieder was Männlicheres. Super geil. Okay, aber wie gesagt, ich glaube, das würde ja kein Ende nehmen. Aber es sind offenbar wirklich alle Klassiker von allen Konsolen vertreten. Und gibt's ja auch einige Konsolen, von denen ich, wie gesagt, noch nie was gehört habe. Digimon! Wusste nicht, dass es neben Pokémon auch Digimon als Games zu kaufen gab. Doku Demo Hamster, alles klar. Und immer so weiter. Also, wie gesagt, ich kann euch das nicht zeigen, es ist schlichtweg zu viel. Aber hier, Wonderswan. Final Fantasy. 1, 2, 4. Okay. Also wurden offensichtlich hier auch viele Spiele für diese Wonderswan-Konsole portiert. Und auch wenn das natürlich gewöhnungsbedürftig ist, sage ich euch so, wie es ist. Aber die alten Final-Fantasy-Teile, da gibt's keiner Schlechtes. Die sind alle sehr gut, kann ich euch nur empfehlen. Hier, Sinclair, das ist, so viel ich weiß, ein PC, aber ihr seht schon selber. Das ist dann wirklich sehr alt. Das ist wirklich nur für die Mega-Nostalgiker. Invaders, ja, sagt euch bestimmt noch was. Sinclair hier offensichtlich dann schon in Farbe, ebenfalls sehr alt. Amstrad, ja, sagt mir auch entfernt was. War, so viel ich weiß, auch eigentlich ein richtiger Computer. Aber eben alles noch, glaube ich, sogar noch vor C64 hier. Von der Grafik, wenn ich mal so anschaue. Hat C64 auch schon mehr gekonnt. Und der ist ja letztendlich zur Not auch dabei. Aber PlayStation, Nintendo 64, Super Nintendo, super geil. Ansonsten, der mitgelieferte Controller, der reicht fürs einfache Gaming. Und ist es nur einer dabei, wenn man mehr Spaß haben will, dann eben hier zum Beispiel. Also 8-Bit-DO, ist, wie gesagt, das ist die Referenz für Controller. Hier nochmal aus der Nähe gezeigt, also die Verarbeitungsqualität ist dann wirklich schon sehr gut. Ich habe auch schon eine ganze Reihe von Controller gehabt, manche, die eben nachgebaut sind, manche, die einfach Eigenentwicklungen sind. Und 8-Bit-DO ist einfach, das ist ja auch, hatte ich auch mal gesagt, dass ich mir einen holen möchte, weil ich ja auch ab und zu für euch Super Nintendo Games zocke. Und wir haben hier USB-C, wir haben hier diese geilen Schultertasten. Also das Ding ist ja nicht nur original, es richtet sich an original. Ich muss also sagen, der original Super Nintendo Controller, der war schon sehr gut. Aber der ist halt noch ein bisschen verbessert. Schultertasten noch ein bisschen besser zu erreichen, beziehungsweise haben einen besseren Druckpunkt, also nicht original, sondern verbessert. Und das geht auch für die Tasten. Steuerkreuz, schön straff. Und eben auch noch zusätzlich Analog-Sticks, die man noch reindrücken kann. Das ist echt ein sehr gutes Teil. Verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Hier 8-Bit-DO, dass ihr schon mal wisst. Und gibt's halt bei Trading Chain Chen zu kaufen. Aber jetzt nicht unbedingt im Supermarkt. Ja, ist halt noch ein bisschen was Eigenes. Und ja, unterstützt halt auch Bluetooth und Windows und Android und Mac. Ist also uns bei Steam einbindbar. Und sogar für die Switch. Also sehr, sehr plattformübergreifend auf jeden Fall. Hier auch nochmal so Rumble, also vibriert auch, Motion Controls, USB-C, eben Bluetooth. Nur Bluetooth-Version habe ich nicht gelesen. Hier steht auch nochmal was, Switch, macOS, Android, Windows, Steam, Raspberry Pi, logischerweise. Ist ja einer. Hat einen eigenen Akku, könnte bis 16 Stunden, könnte dann spielen. Und das USB-Kabel ist auch dabei, vorhin schon gesehen. Ja, eine Gebrauchsanweisung. Schön. Gut, da habe ich das euch auch nochmal kurz gezeigt. Das Video ist mega lang geworden. Ich werde das mega krass zusammenschneiden müssen. Das wird ein bisschen lange dauern. Aber es ist echt schwierig. Das kann man praktisch unendlich lange austesten, das Teil. Weil so viel Games drauf sind. Es gibt so viele Möglichkeiten. Dazu ist es darüber hinaus auch noch ein eigener Computer. Finde ich für 129 Euro ein absolutes Schnäppchen, wenn man bedenkt, was man früher für eine Konsole, was man für ein einzelnes Spiel, Terranigma damals, 120 Mark. Gut, das war ein riesiger Karton gewesen. Kann ich schlecht zeigen. Meine Hände gehen noch weiter auseinander, als gerade das Bild möglich ist. Aber boah, echt eine Ansage gewesen, damals als Stift, sich sowas leisten zu können. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn erzählt. Wie gesagt, ich hatte vorhin noch keinen Raspberry Pi und das ist auch noch so eine Sonderedition, die zum Zocken bereit schon für euch vorbereitet wurde. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, 129 Euro finde ich absolut angemessen für das, was man hier geboten bekommt. Man bekommt unglaublich viel geboten. Als ich jung war, war das allzu teuer. Und heute, das Ding, zack, fertig. Man hat alles, was es damals gab. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen hoch. Katzen würden sich sehr freuen. Ich habe noch dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Das sind jetzt 2019er Katzen. Sie sind älter geworden, sie sind reifer geworden. Und sie wissen jetzt endlich, was sie wollen. Auf einer Konsole rumliegen. Ja, also gebt den Katzen ein Like, abonniert den Kanal der Katzen. Kommt auf moschus.de. Ich habe erst kürzlich wieder Gutscheine und Flash-Sale-Angebote, vor allem für Xiaomi, aber auch für andere Geräte veröffentlicht. Und werde es auch weiterhin tun, damit ihr günstig an eure Geräte rankommt. Wir sehen uns zum nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.